Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin Plastischer Chirurg aus Wien und wir sprechen heute über die Risiken von Botox. Botox, mal ganz wichtig, ist der Markenname eines der Botulinumtoxine. Es gibt verschiedene Botulinumtoxine, mittlerweile gibt es 4 Hersteller am Markt. Und Botox hat sich quasi so wie googeln oder so ein bisschen in den Sprachgebrauch eingebrannt, ist im Prinzip so etwas wie Red Bull, aber Red Bull ist auch die Mutter der Energy Drinks, aber es gibt verschiedene Produkte eben und Botox wäre jetzt nur der Trademark von einem der Produkte, aber es hat sich trotzdem irgendwie so eingebürgert, dass alle Produkte, die das machen, Botox heißen. Der Unterschied zwischen Botulinumtoxin und Filler, den haben wir, glaube ich, hoffentlich schon öfters erklärt. Filler, die übrigens viel gefährlicher sind als Botulinumtoxin, sind ja ein Gel. Das heißt, das ist so ein Gel kommt da raus, auch wenn ihr das seht, das ist so ein ist ein Gel und dieses Gel kann ja Gefäße verstopfen. Dieses Gel, sage ich immer, ist wie ein kleines Implantat, das man setzt, wenn man hier Bakterien drauf hat, wenn man nicht sauber arbeitet, kann man damit auch Infektionen erzeugen. Also das ist nicht ganz ungefährlich, obwohl immer das Hyaluronsäuregel als Bio-Freilandeier quasi gehandelt wird und da kann nichts passieren. Und das ist natürlich und das Botox allein quasi von dem Namen ist das ja quasi kein schöner Singsong, Tox ist Toxin, toxisch ist giftig, ist schlecht, hat eben den schlechteren Ruf, obwohl Botulinumtoxin eigentlich nur eine Flüssigkeit ist, also das ist ein Pulver, das in einer Flüssigkeit gelöst wird und diese Flüssigkeit wird eben injiziert. Kommt übrigens in solchen Fläschchen mit Pulver und kurz vor der Behandlung wird das eben aufgelöst. Das Thema dieses Videos war aber die Risiken von Botulinumtoxin. Die Risiken von Botulinumtoxin sind erstens reversibel, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn etwas passiert, kann man es wieder rückgängig machen. Würde ich beim vielen nicht bei allen sagen. Wir haben leider Gottes in der Literatur immer wieder auch Fälle von Erblindungen. Es gab sogar Todesfälle, auch nach vielen Behandlungen, die aber jetzt quasi im Körper waren und nicht im Gesicht. Also Filler ist nicht ganz ungefährlich. Wir machen ja auch Kurse in unserer Filler Academy dazu und erklären, wie man so etwas verhindert. Das heißt, wenn man sich auskennt, wenn man sich anatomisch und technisch auskennt, dann ist die Gefahr beim Filler relativ gering und beim Botulinumtoxin auch relativ gering. Reversibel kann nicht reversibel sein. Das Riesenthema bei den beiden Dingen ist, wenn ich Filler verwende, sehe ich den Effekt unmittelbar. Wenn ich Botulinumtoxin verwende, sehe ich den Effekt nicht unmittelbar. Das macht es auch nach 10 Jahren manchmal nicht ganz einfach. Und ich kenne viele Kollegen, die auf der Stirn gar nicht mehr, nämlich erfahrene Kollegen, die sagen, auf der Stirn spritzen sie kein Botulinumtoxin mehr, weil sie immer wieder Komplikationen damit haben. Und da kommen wir zur Komplikation Nummer 1, was bei Botulinumtoxin passieren kann. Wenn ich zu viel Botox spritze, kann es sein, dass ich eben dem Stirnhebermuskel die Kraft rausnehme und damit die Augenbraue zu weit nach unten sinkt. Dann kommt es eben zu dieser Augenbrauenptose. Der Patient oder die Dame oder der Herr schaut müde aus, als er eigentlich ausschauen sollte. Und das führt eben dazu, dass man sagt, ja, die Behandlung hätte ich mir eigentlich sparen können. Vorteil, oder ich sage immer so, wenn man Botulinumtoxin spritzt, dauert es meistens so 5 Tage, bis es wirkt, 14 Tage Wirkungsmaximum und dann dauert es gut so 4 bis 6 Wochen, bis die maximale Wirkung da ist. 2 Wochen ist sicherlich schon sehr viel da, aber trotzdem 4 bis 6 Wochen. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir sagen, wo man nachspritzen könnte. Das heißt, wenn zu wenig Wirkung da ist, dass man ein bisschen nachbessert. Und nach diesen 4 bis 6 Wochen kommt es auch so zu einem leichten Abfallen der Wirkung. Das heißt, es ist nicht mehr blockiert. Gibt es auch in anderen Videos, haben wir erklärt. Die Frage ist auch immer, wie lange hält Botulinumtoxin? Das hängt davon ab, was ich mir erwarte. Erwarte ich mir einen blockierten Zustand? Wird das 2, 3 Monate sein? Erwarte ich mir eine Reduktion der Falten? Sind es 4, 5 Monate? Also nach 4 bis 6 Wochen geht die Wirkung so ein bisschen nach unten und wenn ich jetzt ein bisschen zu viel auf der Stirn Wirkung habe, wird die eben nach 4 bis 6 Wochen besser werden und ich kann die Augenbrauen dann wieder besser bewegen. Komplikation Nummer 1. Komplikation Nummer 2, und die ist etwas gefürchtet unter Anführungszeichen, ist, wenn ich zu einem sogenannten Hängelid komme. Das heißt, wenn jetzt nicht die Augenbraue runterrutscht, sondern wenn ich den Liddeckel, so wie ich es jetzt gerade mache, nicht mehr aufmachen kann, dass ich das Lid nicht mehr aufmachen kann, sondern der Lidhebermuskel geschwächt wurde. Das passiert folgendermaßen. Wenn man das Botulinumtoxin gerade bei der Zornesfaltenunterspritzung zu tief spritzt, setzt man dieses Produkt unter eine Schichte, die heißt Gallia, und diese Gallia verbindet sich mit dem Septum Orbitale, das ist jetzt nur für die Mediziner unter euch, die zuschauen, und das Botulinumtoxin, wenn ich es zu tief spritze, rinnt im Prinzip hinten beim Auge weiter zum sogenannten Lidheber, den Levator Palpebrae Muskel, und dann wird der quasi gelähmt und dann schaut das Auge genauso aus, wie ich es jetzt auf der rechten Seite simuliert habe.
Wenn das passiert, kann man kurzfristig, also in die nächsten Wochen danach, Augentropfen nehmen, die das Ganze verbessern für ein paar Stunden. Aber man muss ehrlicherweise sagen, für die nächsten 6 bis 8 Wochen wird die Patientin dieses hängende Augenlid haben. Ist mir auch schon passiert. Extrem unangenehm. Obwohl ich weiß, wie man es verhindern kann, wenn man viele tausende Botox-Behandlungen macht, dann kann das leider Gottes passieren. Aber wie gesagt, es ist reversibel. Genau dieselben Themen können beim Mundwinkel passieren, dass man, wenn man Mundwinkel falsch spritzt, dass der Mund schief wird. Aber sonst kann dann noch bis auf einen blauen Fleck, den man einfach, aber der hat nichts mit Botulinumtoxin zu tun, sondern einfach durch den Nadelstich relativ wenig passieren. Was wir auch noch gesehen haben, ganz selten ist, dass die Einstichstellen vielleicht 2-3 Tage ein bisschen röter sind. Das hat dann oft etwas damit zu tun, wie ist das Material verdünnt worden. Wir hatten da mal ein Thema, dass die Kochsalzlösung, die, mit der wir verdünnt haben, anscheinend das ausgelöst hat. Das ist aber keine Komplikation per se, sondern das ist ein kleiner roter Tupfer, den man mit einer Creme innerhalb von 24 Stunden wegbekommt. Das heißt, und das ist nämlich der Grund, warum ich dieses Video auch gemacht habe, dass eben, um es nochmal zu zeigen, dass die möglichen Komplikationen von vielen, die wir gerne auch mal besprechen können, nochmal in einem Video ein bisschen langanhaltender oder auch irreversibel sein können. Komplikationen mit Botulinumtoxin, sage ich jetzt mal vorsichtig, eher reversibel sind. Ich habe jetzt nicht alles aufgezählt und vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch noch ein, was ich vergessen habe in dem Video, welche Komplikationen es rein theoretisch noch gibt. Aber Botox eher reversibel, viele eher irreversibel, Botulin beides total mühsam, wenn man quasi etwas hat, was nicht so funktioniert, wissen wir. Das gehört leider auch bei uns dazu. Aber Botulinumtoxin, obwohl es diesen schlechten Namen hat und deswegen heißen ja die Produkte teilweise Azalur oder Bocutur oder Letibo, sind jetzt quasi so Namen gekommen, die eher so an eine schöne Handtasche erinnern als an ein böses Gift. Aber wie gesagt, Botulinumtoxin ist jetzt per se nicht gefährlich, weil es eben reversibel ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt und Kommentare dazu, gerne hier unten hinterlassen. Und wenn nicht, sehen wir uns bei einem der anderen Videos wieder. In diesem Sinne, schönen Tag, ciao und baba.